Mein Name ist Stefan Peeth. Ich bin Fachgebietsleiter im Fachgebiet Bodenkunde und zurzeit auch Studiendekan hier im Fachbereich 11. Wir haben besondere Lernformen hier, angefangen von Praktika über Seminare, oder Gruppenarbeiten, Projektarbeiten bis hin zu klassischen Vorlesungen, die eine sehr gute Bandbreite liefern, unterschiedliche Lernformen kennenzulernen, auch unterschiedliche Kompetenzen zu erwerben. Ich bin Tabia Pfeiffer. Ich habe in Witzenhausen studiert und bin jetzt an der Bayerischen Landesanstalt für Landwirtschaft Projektberaterin im Projektdemonstrationsnetzwerk Erbse-Bohne. Neben den normalen Vorlesungen habe ich als besondere alternative Lernform beispielsweise die Umstellungsgruppe besucht. In der Umstellungsgruppe geht es dann darum, einen realen Betrieb in der konventionellen Wirtschaftsweise auf die ökologische Wirtschaftsweise umzustellen, ihn dabei planerisch zu begleiten, auch Recherchearbeiten durchzuführen und am Ende ein Konzept zu erarbeiten, das für den Betriebsleiter realisierbar ist. In der Umstellungsgruppe gefallen hat mir auf jeden Fall die Gruppenarbeit. Dass es halt dieser Praxisbezug ist, also dass man tatsächlich einen Einblick in einen realen Betrieb hat, wie der gerade wirtschaftet oder worauf die Person achten muss und ja, man wirklich sieht, wie es dann mal in der Praxis angewandt wird. Im Rahmen der Umstellungsgruppe habe ich auf jeden Fall gemerkt, dass es mir Spaß macht und dass ich ein enormes Interesse habe, direkt mit den Landwirten zusammenzuarbeiten. Das Modul Umweltkommunikation ist sehr interaktiv und wir probieren halt viele Methoden der Umweltkommunikation oder der Pädagogik direkt aus. Besonders ist an dem Modul, dass die Prüfungsleistung die Erstellung einer eigenen vierstündigen Veranstaltung ist. Im Hauptstudium habe ich das Modul Nährstoffkreisläufe und Bodenfruchtbarkeit belegt. Das sehr Besondere an diesem Gesamtmodul ist, dass dieses Modul hauptsächlich von Studenten an Studenten vermittelt wird. Wir haben versucht, das möglichst lebendig zu gestalten. Wir haben uns die Kompostieranlage in Witzenhausen angeschaut. Wir haben Komposthäufen angelegt und uns da regelmäßig den Studenten angeschaut, wie weit unsere Komposte schon sind. Was da eben ziemlich gut war, dass eine gewisse Neugierde entsteht, eigenständig auch Zusammenhänge zu erarbeiten. Die Ergebnisse haben wir dann am Ende in der Präsentation festgehalten und das war dann auch unsere Prüfungsleistung, was auch im Kontrast steht zu den schriftlichen Prüfungen. Bei Methoden der empirischen Sozialforschung habe ich damals mit Kommilitoninnen und Kommilitonen zusammen einen Fragebogen entwickelt, die Befragung durchgeführt und dann eben anhand eines Statistikprogramms entsprechend ausgewertet und ich konnte dann die Ergebnisse auch ganz konkret in meine Arbeit mit einfließen lassen. Der Kurs Saatgutgewinnung ist aus dem Bereich aktuelle Themen aus Wissenschaft und Praxis. Der Kurs hat mir richtig gut gefallen, weil es natürlich jetzt auch praktisch ist. Ich biete begleitend zur Vorlesung eine Exkursion an. Wir fahren also mit einer relativ kleinen Gruppe raus und gucken uns die Böden hier in der Region an. Das Tolle bei den aktuellen Themen aus Wissenschaft und Praxis ist eben auch die Vielfalt, aus der man da auswählen kann. Ich finde dieses Format eigentlich sehr schön. Auch das ist besonders hier. Das gibt es nicht an anderen Standorten. Wenn ich in die Wirtschaft gucke und wenn ich in die Praxis gucke und wenn ich in die Politik gucke und bei den NGOs, dann nehme ich wahr, dass es überall ein sehr großes Bedürfnis danach gibt, dass Leute gefunden werden, die es schaffen, Probleme zu lösen und selber zu denken. Man lernt an der Uni auch ganz stark, wie man eben lernt und wie man sich Informationen beschafft. Nicht unbedingt, um diese Informationen am Ende alle auswendig zu können, sondern eben das, wie man da hinkommt. Und nutzt da alle alternativen Lernformen, die ihr haben könnt. Und Witzenhausen bietet nach meinem Empfinden die Möglichkeit, sich auszuprobieren, Kontakte zu knüpfen, Projekte zu machen, ein duales Studium durchzuführen. Also sich nicht zu hetzen, sondern sich Zeit zu nehmen. Nutzt euer Studium, um selber rauszufinden, was ihr wirklich wollt und auch euch persönlich ein Profil zu geben.